Eine Insel, zwei Karten, drei Schätze. August Gissler ist sich sicher, es heben zu können, das Raubgold der Kaperfahrten schwarz beflaggter Schiffe. Edward Davis Diebesgut, Benito Bonitos Beute und ein Kirchenschatz von Lima mit der mannshohen Madonna aus massivem Gold. Der Fabrikantensohn aus Remscheid, der lieber Matrose wurde als Direktor einer Papierfabrik, betrachtet die Kreuze auf den Karten und studiert die Wegbeschreibungen. Im nordöstlichsten Winkel der Wäverbucht, in einer kleinen Grotte am Fuße des Dreizackfelsens, 200 Fuß hinter der Flutlinie. Er ist 32 Jahre alt, als er an dieser Stelle den Spaten in den Boden rammt und auf nichts als feuchte Erde stößt.